Teppanyaki-Tanz versuchen die Männer Gnade bei den Frauen zu finden. Bei 40 Grad im Schatten müssen die Tänzer beweisen, dass sie nicht nur schön sind, sondern auch genügend Ausdauer haben. Der Gesang soll verborgene Kräfte erwecken, eine Art Mantra der Schönheit. Mit möglichst viel Weiß in den Augen und blitzenden Zähnen versucht jeder Tänzer, die jungen Frauen auf sich aufmerksam zu machen. Es zählen vor allem Charme und Persönlichkeit. Unter den strengen Augen der Alten müssen die Mädchen die Tänzer taxieren und versuchen, den Schönsten unter ihnen auszumachen. Den Organisatoren ist es aber wichtiger, dass die Mädchen ihre Rolle korrekt spielen. Die Kandidaten werfen sich mittlerweile ziemlich ins Zeug. Den Besten unter ihnen setzen die alten Männer einen Kuhschwanz auf. Wem diese Ehre zuteil wird, haben jedenfalls nicht die Mädchen entschieden. Nach einer stundenlangen Prozedur wird ein Mädchen nach vorne geführt, das im Namen aller vier den schönsten Mann erwählen soll. Der locker schwingende Arm deutet auf einen der Tänzer hin, der ganz unzweifelhaft zum Tagessieger erklärt wird. Jeden Tag einer, 7 Tage lang.